Welche Sprache redet man in der Romandie? Romanisch. Hallo zusammen, hier ist der Lionel. Ich bin heute nach Bern gegangen, weil ich so viele Fragen an die Bernerinnen und Berner habe. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Im heutigen Video geht es auch ein bisschen um Digitalisierung, weil am 10. November der Digitaltag stattfindet. Und wer sich mehr zu diesem Thema informieren möchte, findet unten in der Videobeschreibung gerade die nötigen Links. Los geht's! Wie kann ich mich mit euch Bernerinnen und Berner gut anfreunden? Wie gelingt mir die Integration? Das ist eine mega gute Frage. Das stellen wir selber auch vor. Okay. So klingt die Integration irgendwie nicht, oder was? Nein, ich weiß nicht. Es ist einfach, ich glaube, das ist überall gleich, oder nicht? Ja. Einfach offen sein, hergehen. Einfach normal verhalten. Also, wer mit dir Kollegen sein will, der hätte ich gerne so, wie du bist. Das bringt dir ja nichts verstehen. Also, es geht fast nicht, ne? Wieso das denn? Weil wir uns alle hassen doch. Wirklich? Warum das? Da ist so ein die Stimmung aufgekommen. Wenn man da nichts sieht, hassen sich gegenseitig alle. Okay, wie sieht es bei dir aus? Ja, mit gleich Meinung wie dir zwei. Ihr seid also gar nicht hier angekommen, um den Leuten zu gefallen. Ihr seid einfach da zum. Was macht ihr denn genau? Es ist. Das fragen wir uns jetzt auch eigentlich die ganze Zeit. Du weißt ja eben, wie die Berner sind, weißt du? Ja, ja. Und du weißt eben, wie die Basler sind. Und wenn du so ein bisschen weißt, ja, weißt, hergehst und sagst ja und so, dann. Weißt du, was ich meine? Überhaupt nicht. Was würdest du denn sagen, ist Bern die ideale Bundesstadt? Es ist halt einfach viel los hier, aber. Das ist sicher gut. Also wir haben einen super Dialekt, der beste. Und Bern ist eine schöne Stadt. Ich würde jetzt nicht unbedingt Werbung machen für Bern, weil die anderen Kantone gefallen mir auch. Also ich finde die schönsten Mädchen, Berner Mädchen. Du magst die Mädchen hier? Yes. Okay. Und irgendwo in Zürich ist ja auch so schicke Miki. Bist du ein sehr digitaler Mensch? Benutzt du digitale Produkte in deinem Alltag? Ja, sehr viel. Kannst du uns ein Beispiel machen? Ja, also schon nur, wenn man zum Beispiel im Zug sitzt, bist du einfach am Handy, weil was sollst Was willst du machen? Ja, Social Media. Ja, okay. Ja. Das benutzt du viel und gut? Ja. Okay. Ja, überhaupt nicht. Wo ich arbeite auf dem Bau. Ich höre auf meinen Chef, was er mir zu sagen hat. Okay. Und das mache ich einfach. Weißt du, was ich meine? Es geht. Also ich gehöre zu den Leuten, die kein Instagram haben zum Beispiel. Wow. Oder einfach ja, WhatsApp, Mail, ja. Telegram. Das ist so ein bisschen das. Also, Digitalisierung ist gut und ich setze mich jetzt nicht aktiv damit auseinander. Also ich benutze vor allem das Handy viel, ja. Aber sonst ist es eigentlich easy. Also ich würde sagen, dass ich sonst nicht so extrem viel digitalisiert bin. Meine zwei jungen Söhne, oder? Also sie sind nicht mehr jung, sie sind über 60, haben mir alles beigebracht, was Digitalisierung ist. Ich habe einen Computer daheim, ich arbeite am Computer, ich mache auch E-Banking und ja, du alles und auch meine schriftlichen Arbeiten, alles auf dem Computer gemacht. Jetzt eine Auswirkung von der Digitalisierung sind zum Beispiel digitale Taschenrechner auf dem Handy, möglicherweise auch noch richtige Taschenrechner, aber auch das ist digital. Was mich jetzt sehr wundernimmt, jetzt machen wir mal etwas ohne Taschenrechner. Wir machen Kopfrechner, aber ohne Taschenrechner. Wir müssen es im Kopf machen, für das haben wir ja den Kopf. Was ist eigentlich 6 im Quadrat? Was ist das? Also, wenn du auf dem Blatt Papier so eine kleine 2 rechts oben dran schreibst. Sie ist gut in Mathe, ne? Ich frage jetzt mal Blondie. Merci. Genau. Ja. 6 im Quadrat? Ja. Ein 6 im Quadrat? Ja. Ein 6. Ich meine, wenn du... genau. Wenn du 6 ja. mal 6 rechnest, ja. wie viel 36. ist das? 36. Dann haben wir 36 im Quadrat. Genau. 36. Oh, du, hätten wir das alle... Applaus für ihn bitte. Applaus. Kurze Unterbrechung, wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ein Abo dürfte es auch gerne sein. Und jetzt geht's weiter. Der Februar, der hat ja weniger Tage als der März. Ja. Aber welcher von diesen beiden Monaten hat eigentlich weniger Minuten? Scheiße. Ja, März einfach. Warum? Ja, weil der weniger Tage hat. Mehr Tage hat. Und mehr Tage, darum weniger Minuten? Ja, auch schon. Ich weiß nicht. Kein Problem. Wir machen weiter. Du gehst gerade joggen. Das kommt ab und zu mal vor. Und du brauchst 10... Okay, in dem Fall nicht. Aber wie auch immer. Du gehst gerade joggen und du brauchst pro Kilometer 10 Minuten. Wie viel km/h bist du am Joggen? 6 Kilometer. Also 6 km/h. 6 km/h, super genau. km/h ist ein Kilometer pro Stunde. Aber das klappt ja sensationell bei dir. Also ich sag's langsam. Du gehst gerade joggen ja. und du brauchst pro Kilometer 10 Minuten. Ja. Wie viel km/h tust du joggen? 60. 60? Du bist ein richtiges 6, Rennrohr. 6. Also, was ist näher an der Erde? Die Sonne oder der Mond? Sonne hoffentlich. Zweiter Versuch. Mond? Richtig. Ja. Mit dem zweiten Versuch hat er es geschafft. Welche Sprache redet man in der Romandie? Rätoromanisch. Rätoromanisch. Nicht. Rätoromanisch.
Edermensch, ja. Oh nein, warte, falsch, jetzt sind wir im Graubünden. Entschuldigung, ja. Französisch. Welche Sprache redet man in der Romandie? Romanisch. Französisch. Französisch. Welche Sprache redet man in der Romandie? Romanisch. Oder. Applaus trotzdem, Applaus bitte. Du hast den Nagel über den Kopf getroffen, nicht Rumänisch. Welche Spruch redet man in der Romandie? Französisch. Ja, die erste, die es weiss, Chapeau. Erinnert ihr euch denn noch ans Leben zu den nicht-digitalen Zeiten? Könnt ihr das mal den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern erklären, wie das funktioniert hat, Thomas? Ja, also komplett nicht digital haben wir auch nicht erlebt. Aber ich sage jetzt mal, ohne Handy, ich bin, bis ich 16 war, noch nicht kein Handy gehabt. Dementsprechend ist man halt noch raus spielen, ist sandeln und hat sich Knie aufgeschlagen und weiss nicht was. Man hat bei den Kollegen geläutet und hat über das Festnetz angeläutet. Man hat Nummern auswendig können von den Kollegen, also Telefonnummern und Handynummern. Also, die guten alten Zeiten. Ja, das war schön. Dazumal war natürlich ganz anders gewesen. Wir haben eine wunderschöne Jugendzeit verbracht. Wir konnten spielen auf der Strasse. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Es war sehr schön. Wir hatten Freiheiten. Wir konnten Pfeilbogen schiessen. Wir konnten spielen auf der Strasse mit Märmeln und weiss nicht was alles. Und so. Und niemand hat uns gestört. Was würdest du sagen, siehst du für Chancen und Gefahren bei der Digitalisierung? Vielleicht fangen wir mal mit den Chancen an. Die Welt kann sich so weiterentwickeln, sicher auch ein Stück weit. Aber die Gefahr ist halt einfach, dass alles nur digitalisiert ist. Sprich, wenn man auch irgendwo irgendetwas aussteigt, dann ist die Welt ziemlich schnell aufgeschmissen. Dass man weniger Kontakt hat, so persönlich. Mhm. Und, ja, das sind sicher zwei Probleme, die man hat. Aber durch das kann man auch mehr Leute kennenlernen, die man sonst nicht würde kennen. Chancen sicher, dass man vom Papierkonsum wegkommt, also Abholzung, würde ich jetzt sagen. Gefahr aber auch, es braucht mega viel, das habe ich erst mal gehört, es braucht mega viel so, Platz für all die Daten zu sammeln. Und für das braucht es halt auch wieder Rohstoff, den man abbauen muss, und so, für all die riesen Rechner. Ja, ich meine, die Jungen, die haben heute nicht die gleichen Schwierigkeiten. Es ist schlimm für die Jungen heute. Ich habe das schon manchmal gedacht, ich bedauere das, dass die Jungen heute so Mühe haben. Bei uns war das kein Problem. Seinerzeit, wo wir jung waren, hat man einfach gesagt, diesen Beruf wollte ich wählen und den haben wir können machen. Das war kein Problem und heute müssen sie einfach schauen, was sie können machen können und wenn sie noch irgendwie gehen schnuppern und so, haben sie manchmal jedes Mal die Chance, dass sie dort hier etwas machen können. Und das tut mir eigentlich auch schon ein bisschen weh. Oh, Bro, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also bei der Digitalisierung, zum Beispiel jetzt bei Insta, weiss ich, dass man einfach so jemanden schieben kann und sich so treffen kann, weißt du? Und ja, sonst musst du sie einfach so live treffen, weißt du, was ich meine? Ja. Ansprechen. Also das ist eigentlich so ein Vorteil. Was ich gut finde, zum Beispiel daheim zum Chillen, weißt du, wenn ich mal nichts zu tun habe und mal ein bisschen schöne Frauen anschauen, weißt du? Ja. Das ist zum Beispiel etwas gemütlich, aber es gibt auch viele Nachteile, weißt du? Ich glaube, es ist eher das Problem, die Überforderung der Menschheit. Also, nein, ja, das auch, aber vor allem ist es so, wir haben halt so viele Informationen und Sachen, die täglich auf uns einprasseln und unser Hirn muss das irgendwie auch alles können, ordnen und irgendwo eben können zuordnen und dementsprechend sage ich, das grosses Risiko ist halt wirklich auch, dass gerade junge Mädchen, junge Buben halt überfordert werden mit dem ganzen digitalen Zeug. Eine Sekunde, um Digitalisierung. Willst du auch? Ja. Ja, bitte, komm. Ich habe meine Meinung über ja, genau, über normale oder unnormale Welt momentan. Okay, ich frage Sie, sonst die letzte Frage, tut mir leid, dass ich deine Frage hier einfach abbrechen muss. Alles gut. Was sind die Chancen und die Risiken von der Digitalisierung? Was finden Sie? Ich finde grosse Chancen in bestimmten Bereichen, aber in anderen Bereichen finde ich gegen Abgrund. Ja. Absolut. Wer findet sich mehr Chancen? Hand offen? Mehr Chancen? Dann beide Hände auf. Put your hands up in the air. Okay, wer findet... Und wer findet sich mehr Risiko? Also weniger Chancen, mehr Risiko? Eins, zwei... Oh, tatsächlich? What? Oh, okay. Hätte ich nicht erwartet. Okay, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr über den Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und wer sich mehr zum Thema Digitalisierung informieren möchte, findet wie gesagt unten in der Videobeschreibung sehr interessante Links und am 10. November natürlich noch den Digitaltag selber.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss!